Jeden Morgen, wenn ich die dunklen Treppen zum Ballettsaal hinaufgehe, höre ich es schon von weitem rumoren und raunzen. Frau Magerl schüttelt den Kopf über die Unordnung. Aber Tänzerinnen sind nach der Arbeit todmüde. Frau Magerl wundert sich, es ist doch sonst alles so genau geregelt und vorausbestimmt. Das ist es gerade, was mich so fasziniert in der Welt des Balletts. Immer wird früh am Morgen das Training der Großen anfangen und das der Kleinen wird folgen. Immer werden dann dünne Beine zu laufen beginnen im Takt des ängstlichen Refrains: Ich komm zu spät, ich komm zu spät. Immer hängen neue Ankündigungen im Zettelkasten und die einen freuen sich, weil sie eine schöne Rolle bekommen haben, die anderen, nun, das weiß ich nicht so genau, vielleicht fühlt sich jemand übergangen und vergießt heimliche Tränen. Aber wie auch der Probenplan aussieht, zuerst kommt das Training. Und mit den Füßen fängt es an. Tänzerinnen pflegen ihre kostbaren und empfindlichen Glieder in Wolle zu wickeln und zu packen. Nur der Grad der Verpackung kann variiert werden. In der Halbzeit etwa, wenn die Arbeit an der Stange beendet ist und die Arbeit im freien Raum beginnt. Adagio. 16 lange, langsame Takte lang. Eine einzige Bewegung durchhalten. Nicht schwanken. Nicht zitternd, nicht eckig, fahrig, abgerissen, nein, ruhig und schön. Ruhig und schön, im Gleichgewicht, in der Harmonie, weil es täglich geübt wird, jeden Tag geübt seit vielen Jahren. Die Großen, wie ich sie der Einfachheit halber nenne, haben in Wirklichkeit ihre genau bestimmte Rangordnung im Corps de Ballet. Es gibt Solisten wie Inge Bertel, Heino Hallhuber und Annette Chapelle. Es gibt Mädchen mit dem merkwürdigen Titel die Koryphäen. Das sind die Vortänzerinnen. Es gibt Gruppentänzerinnen und schließlich Elevinnen. Die Kleinen aus der Kinderballettschule haben noch keinen Rang und Namen. Wenn man noch so klein ist wie Efi und es so sehr eilig hat, kann man sich wohl verlaufen in dem großen dunklen Haus, das noch zur Hälfte Ruine ist. Mir ist es auch schon passiert. So, Männergröße Sprung und Mädchen Spitzenschuh anziehen. Spitzenschuh. Sie meinen, dazu gehörten seidene Kostüme, Blumen, Rampenlicht, Beifall. Es tut mir leid. Aber so sieht die Wirklichkeit aus. Ein düsterer Korridor und ein Wasserhahn. Wenn Spitzenschuhe gut sitzen sollen am Fuß, muss man sie vorher nass machen. Oh, Spitzenschuhe, das ist
Aber Bewunderung findet man auch hier. Immer die gleichen Übungen, das gleiche Finale, bei dem die Damen und die Herren jeder auf seine Weise einen imaginären Beifall gemessen entgegennehmen und dann weniger gemessen ihrerseits Beifall klatschen. Dankeschön für das Training von heute. Niemand kann sich vorstellen, wie durstig und hungrig man dabei geworden ist. Herr Meyer geht, Frau von Kulmer kommt. Jeden Tag um die gleiche Stunde. Guten Tag, Frau Gerbel. Jeden Tag seit 20 Jahren hört sie das. Jedes dieser kleinen spargeldünnen Wesen ist eine Hoffnung, eine Begabung oder eine Enttäuschung. Es ist nicht so wichtig. Frau Gerbel hat sie, glaube ich, alle gleichmäßig in ihr Herz geschlossen. Gott, ich muss mich beeilen, ja. Weil wird gesagt, wir haben einen neuen Moment abgemacht. Sind Sie gefallen? Ja. Battement tendu. Die Übungen der Kleinen an der Stange sind nicht anders als die der Großen. Nur, mein ich, sieht es bei den Kleinen hübscher aus. Die Großen mögen mir das verzeihen. So konzentriert, so ganz ohne Nebengedanken, so willig Teil einer gemeinsamen Sache, kann eben nur ein Kind sein. Bein nach auswärts, noch weiter und ganz gestreckt. Den Kopf aufrecht halten, nicht steif. Oberkörper ganz ruhig. Also, andere Seite. Ellbogen heben, in die Handflächen hineinschauen. Der Ballettmeister selbst mit Listen und Skizzen. Der Neugier sind alle Schleusen geöffnet. Ob sie das neue Ballett besprechen? Es heißt Taubenflug. Sicher kommen kleine Tauben auch vor. Als Taube bekommt man ein Federkostüm. 20-mal der glühende Wunsch, eine Taube zu sein, dabei sein zu dürfen. Also, jetzt sage ich euch, wer im Taubenflug dabei ist. Renate Bauer, Anita, Renate Deppisch, Monika, Gerlinde auch, Cori, Angelika, Silvia, Bika. Sind wir nicht dabei? Nein, ihr seid noch zu klein, aber ihr müsst mitlernen. Vielleicht nächstes Jahr. Siehst du? Keine Zeit mehr zum Staunen, das Training geht weiter. Tänzerin werden ist nun mal ein harter Beruf,
das wissen schon die Achtjährigen. Üben, 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 bis man sich anders hält, anders bewegt als andere Menschen. Bis der Körper ein vollkommenes Instrument sein wird, nur für den Tanz. Und dann Erfolg, Berühmtheit im Rampenlicht, prima Ballerina sein und eine große Dame. Dass dazu mehr gehört als nur technische Perfektion, das wissen freilich die Achtjährigen noch nicht. Glissade, jeté. Glissade, jeté. Französisch gehört zum Ballett wie Italienisch zur Musik. All die komischen fremden Worte muss man im Kopf haben. So sicher im Kopf wie die Positionen in den Füßen. Die berühmten fünf Positionen, von denen jede Bewegung ausgeht, zu denen jede Bewegung zurückkehrt. Aber dann möchte ich schönere Positionen. Es war jetzt gar nicht schön. Ordentlich. Spitze strecken. Und sauber. Und jetzt mit Musik. Bitte. Dass wir uns nicht falsch verstehen. Vom Training allein ist noch niemand ein Tänzer geworden. Training ist nur ein Teil der Ausbildung. Das zeigt sich, wenn die Trainingsstunde zu Ende geht und die Proben beginnen. Ein neues Ballett soll also entstehen. Es heißt Taubenflug. Die Idee stammt von Otto Friedrich Regner. Die Musik schrieb Otto Erich Schilling. Der dritte ist der Choreograf Alan Carter. Er stellt das Ballett, wie man sagt. Er übersetzt Ideen in Bewegungen, Bewegungen zur Musik. Es ist eine ganz einfache Geschichte, die in diesem Tanz erzählt werden soll. Adonis kommt zu Aphrodite, der Göttin der Schönheit, und zu ihren Tauben in den Hain der Liebe. Ich versuche mir vorzustellen, dass Elisabeth und Paul Aphrodite und Adonis sein werden, Bika eine Taubenbotin und die kleinen zärtliche Tauben. Ich versuche mir das vorzustellen, aber es gelingt mir nicht. Die Traumwelt der Götter lebt zu dieser Stunde nur in der Einbildungskraft des Choreografen.